So, Männer, herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder vom allerfeinsten Football Manager 24. Es bleibt nach wie vor spannend. Mitten in der Hinrunde, heute 12. Spieltag. Es gibt zwei Nachrichten, eine gute, eine schlechte. Die schlechte: Bernhardsson kam unter der Woche wieder in den Genuss ein, zwei Trainingseinheiten und hat sich sofort wieder verletzt. Fehlt jetzt bis zu 4 Wochen. Das heißt, wenn wir ehrlich sind, am 23. November dies Jahr sehen wir ihn nicht mehr, ja, also auf dem Platz stehen. Das heißt, mal gucken, wie es dann in der Rückrunde aussieht. Gut, haben wir aber zuletzt ganz gut kompensieren können. Die gute Nachricht: Vorstand hat mir Vertrag angeboten. 1 Million verdiene ich jetzt hier im Moment, Vertragsdetails, ja, ganz genau. 1 Million und geht bis 28. Das ist meine Hausnummer, ja. Das ist meine Hausnummer. Mal schauen. 538 netto pro Jahr. Mein lieber Schieber. Was machen die mit dem Rest, ja? Gut. Ja, ich weiß es. Okay, ich denke, ihr auch. Gut, okay, alles klar. Lass mal so stehen. Wir gehen rein gegen Borussia Dortmund. Und lasst mal ganz kurz schauen, wie gehen wir da. Wir machen eigentlich sollten wir gar nichts verändern, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich sehe das nämlich nicht, da jetzt rumzudoktern, nach den Ergebnissen, die wir hier eingefahren haben, auch wenn der Gegner natürlich immer stärker wird. Dortmund ist Platz 3, glaube ich. Lass mal kurz in die Tabelle schauen. Genau, 3 hinter Frankfurt, beziehungsweise punktgleich mit Frankfurt. Hier zählt nur die Tordifferenz zum Vorteil von Frankfurt. Und natürlich die Bayern mit 29. Ist auch schon wieder, ja, 6 Punkte Vorsprung, mein Lieber. Ansonsten Freiburg hat sich hier oben reingesneakt, ja, auf dem 5. Wolfsburg. Gut, okay, lass mal so stehen. Für uns ist ja Stand jetzt, wenn man ganz ehrlich ist, so ab Spieltag 11 alles Bonus. Ja, mit den Ergebnissen, die wir hier runtergefeilt haben. Der November ist eigentlich schon erfüllt, das soll. Wir haben noch 2 Spiele, einmal gegen Dortmund, einmal gegen Stuttgart. Es ist unheimlich gut, wie wir spielen. Aber wie gesagt, es ist ja immer so, ne? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel und dann 3 Euro ins Phrasenschwein. Lass mal ganz kurz Wackbe, lass mal noch draußen, das passt. Ansonsten würde ich nichts ändern. Lass die Aufstellung genau so kommen, wie es beim letzten Mal funktioniert hat. Wir gehen vorsichtig auch auswärts an die Sache heran und schauen einfach, was uns erwartet. Gegner selbstverständlich deutlich stärker, deutlich erfahrener, deutlich breiter aufgestellt, was die Mannschaft angeht. Da brauchst du auch kein Brill, da brauchst du auch gar nicht reingehen. Das weißt du einfach, ja. Das ist einfach so. Gut. Aber für uns hat ja jeder Tabellenplatz, der in Richtung Norden geht, sage ich mal, ist einfach top. Ja, es ist einfach top, weil es letztendlich auch dann so ein bisschen die finanzielle Situation verbessert. Und ich glaube, nach diesem Jahr nicht nur ein bisschen, sondern deutlich. Die Frage ist nur, wie schaffen wir das noch? Und da gucken wir dann ganz gerne mal nach dem Spiel rein. Wie sieht es denn aus mit den Vertragsverhandlungen? Wo stehen wir denn da? Ja, wie viel haben wir denn schon erreicht und was ist noch offen? Gut, mache ich gerne direkt im Anschluss. Ich erwarte in diesem Spiel nichts anderes als einen Sieg, um unseren guten Lauf fortzubauen. Alles klar. Ich erwarte viel Glück da draußen. Ihr werdet es brauchen. Wir haben hier nichts zu verlieren. Na, dann machen wir das nochmal so. Das war nochmal nicht so schlecht, ja? Gut. Füllkrug da. Reyna, Malen, Adeyemi, Chan. Özcan, Hummels ist noch da. Oh, den haben sie noch behalten. Der ist noch nicht in Rom. Und unsere Boys, die kennt ihr ja. Okay, Kinder, so soll also das Westfalenstadion aussehen. Dann mal los, ne, würde ich sagen. So, 3. gegen 5. Das ist ein Spitzenspiel. Super, okay. Na, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Lasst mal schauen, ja. Also ich gehe ja ganz tiefenentspannt jetzt ran an die Thematik, weil wie gesagt, Ergebnisse in den letzten Wochen sensationell. Viel mehr, als ich erwartet habe. Ist nur die Frage, wer kommt dann mittelfristig und zeigt uns die Grenzen auf? Weil die werden noch da sein irgendwo, ja. Ganz klar. Aber wir nehmen den Lauf so ein bisschen mit und lassen uns jedes Mal so ein bisschen neu verzaubern. Hat er nicht gesagt. Gut, meine Lieben. Okay. Dann haben wir es auch geschafft in der Woche. Aufnahmetechnisch komme ich höchstwahrscheinlich auch erst wieder Ende der Woche dazu. Das heißt, kann sein, dass die Frequenz wieder ein bisschen darunter leidet. Aber wir kommen vorwärts. Boah, jetzt kracht's. Noch nicht. Bekel nochmal da. Kleine Bekel. Der hat aber auch schon seit 3 Wochen Sensationsnoten, was das Training angeht. Am Stück über 9,5, 9,510.
Also, was der da im Training runterreißt, der Bekel, da. Noch nicht. Jetzt wird's heiß. Also, 8-9-2 Schüsse aufs Tor. Heute sehen wir noch kein Land. Wer könnte das da hinten ein bisschen stabilisieren? Ich habe schon einen im Blick, ja. Genau der. Eras. Boah, ich find's jetzt stark. Da ist Platz. Holby! Der macht das. Das ist doch nicht normal. Wo haben wir den hergeholt? Ach, noch eine Hiobsbotschaft. Unter der Woche habe ich ganz vergessen. Holby beendet seine Karriere. Der ist nur noch dieses Jahr da. Das ist unglaublich. Ich habe den abgeschrieben. Wirklich, ganz ehrlich. Ich habe den nach der letzten Saison abgeschrieben. Habe mir gedacht, das brauchst du nicht. Das ist, hat fast nicht gespielt. Ich sehe ihn einfach nicht da in der Mannschaft. Und ich wurde Lügen gestraft, ja. Auch natürlich ein bisschen, muss ich dir immer ganz, ganz ehrlich sein, ja. Auch seitens euren Kommentaren, die ich da gelesen hatte, gerade zum Jahreswechsel mit dem, sagen wir mal, mit der Kader-Idee, haben viele gesagt, ja, oder ich habe viel gelesen, Holby muss irgendwie eine Rolle finden in diesem Kader. Das gibt nochmal so ein bisschen Stabilität, weil er ist auch weit hoch eingereiht in dieser Thematik, was die einflussreichen Spieler angeht. Super, okay, 1-0. Es ist nicht normal. So, pass auf. Ist natürlich bitter jetzt, ja. Das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich nicht. Wo kriege ich ihn denn hin? Er kann das auch auf rechts. Na, dann machen wir das so. Ich muss leider das Sander rausnehmen. Das sind mir im Ticken zu viel gelbe Karten. Okay, Kabine. Macht weiter so. Ja. Ja, ich muss anfangen zu rotieren, ja. Ich muss auch hinten noch was rausnehmen. Lado kann ich wieder nicht. Ich habe da nicht so viele Optionen. Ich hätte jetzt auch Holby ins Zentrum nehmen können. Kannst du dir nicht ausmalen, was ist jetzt besser, ja? Aufgepasst. Eras, gut, der kommt dann nochmal. Ivicic. Ah, jetzt noch nicht. Die kriegen die Pille nicht rein. Ich kann mich ja nur freuen. Alles gut. Pichler. Irgendwie da außen. Ah, kommt nicht vorbei. Das ist ein bisschen schwach. Da ist jetzt das zweite Spiel schon in Folge ein bisschen auffällig. Ja, wir machen das folgendermaßen. Probieren wir es doch, ja? Weil der Lado spielt zu viel. Ja, das ist dauerhaft unter Strom. Moment, Porat, Remberg, Ivicic, ja. Ich würde ja fast noch auf rechts einen reinsetzen. Und der Holpi auf Rembergs Position, dass ich die gelben Karten rausbekomme. Das ist nämlich brandgefährlich. Hier gefällt mir es gut. Diese Kombi gefällt mir gerade richtig gut. Dass es aufgeht, hätte ich auch nicht erwartet. Schumacher war es auch immer eine Option. Wer ist müde? Sind alle fit? Sind alle fit? Aber ein Wechsel jetzt in der Periode ist ein bisschen wenig, ne? Sollen wir Sterne reinholen für Becker? Das ist mal eine schöne Idee, oder? Machen wir mal. So. Hat doch richtig Bock wahrscheinlich. Aufgepasst. 60. Also klar, Dortmund in der Summe deutlich stärker. Bisschen durch Glück und Zufall drücken wir da die Pille rein. Jetzt nochmal ein Freistoß. Holpi. Er schießt an die Latte. Ich bin verrückt. Der Typ ist der Hammer. So. Nächste. Rote spielt da. Man muss wieder zurück zu uns, ne? Das wäre mal ein Wechsel, der da sensationell um das Geld hätten, aber das sehe ich noch nicht. Remberg. Ich habe ja einen Spieler gesehen, den ich ganz gerne holen würde. Aber abwarten, das ist noch weit weg. Also ich sag mal, der ist im oberen einstelligen Millionenbereich angesiedelt. Was die Transfersumme angeht. Auch was das Gehalt angeht. Da kommst du auch unter 2 Millionen nicht weg. Und das ist ja das Problem. Da müssen wir ja hin jetzt. Nach den Ergebnissen. Das wird immer schwieriger, solange noch kein finanzielle Mittel frei, jetzt ist es passiert. Solange noch keine finanziellen Mittel frei gemacht worden sind, er prüft aber noch, der VR. Dann lass ihn mal prüfen. 73. Ich warte noch ein bisschen für die Restwechsel, wenn wir überhaupt noch. Aberkannt, klasse. Klasse, klasse. So, einen bringen wir noch. Oder zwei. Weiner hat eine 8 heute. Boah, Remberg hat es verletzt, jetzt ist es passiert. Jetzt ist es passiert. Pop, pop, pop. Ich habe eigentlich fast gar keine Option. Außer die, und die ziehe ich jetzt. Okay. Ja, auf keinen Fall.
Ach doch, der Schumacher kann raus. Der hat auch eine gelbe Karte, der Stern hat sich abgeholt. Ich wollte Eras mal ein bisschen schonen und bringe dafür den Schumacher. Geht ihr mit, oder? Oh, Schumacher kommt langsam ran. Ich werde verrückt. Schaut mal. Wird immer ein Ticken besser, seine Eingespieltheit. Das war deutlich, war ungefähr, nee, sowas nicht. Ich würde sagen, wie Holpi hatte die ganze Zeit. Er kommt langsam ran. Ne? Dann wird es interessant. Gut, Wechsel sind durch. Bestätigen. Komm, lass die letzten paar Minuten noch peitschen. Mal gucken, was noch rauskommt. Schlotterbeck. Und da ist der Rote. Ja, der kennt uns ja. Den zurückzuholen, das wäre natürlich ein Highlight. Wäre auch fast, würde ich sagen, auf der Position ein Wunschspieler. Aber da gibt es noch ein paar Kandidaten, wo ich ganz gerne hier sehen würde. Super Weiner. Alles klar. So, Wechsel sind durch. 83. Jetzt irgendwie über die Zeit schaukeln und wir sind sensationell unterwegs. Klar, die Ergebnisse, sagen wir mal, oder wie die Tore auch. Oh, jetzt ist es passiert. Ja, das war eins. Wieder prüft er. Prüft schon wieder abseits. Jetzt hat es gegeben. Alles klar, gut. Irgendwann muss es passieren. Hier. Egal, clever gemacht. Clever gemacht. Ja. Es ist verdient. Ich wollte gerade sagen, also ergebnistechnisch, letzten Spieltag haben wir nur mit einem Elfmeter gewonnen, aber da waren wir besser. Heute sind wir schlechter und lagen lange Zeit in Führung durch einen glücklichen Zufall. Hier sieht man es Dortmund deutlich drückender. Aber wenn wir hier einen Unentschieden mitnehmen, ist doch alles gut. Hammer. Und das ist doch super. Das ist doch absolut sensationell auswärts. Schaut mal bitte bei dem XG-Wert, wie man sich da noch durchsetzen kann und kann noch einen Punkt hier entführen. Also ganz klar, nach dem Spielverlauf haben wir hier auf jeden Fall für uns locker gewonnen, ja. Hier haben wir einen Punkt gewonnen und nicht zwei verloren, so will ich eigentlich sagen. Also, sensationell, super. Okay, lassen die Kabine gehen, wir wollten noch mal ganz kurz reinschauen. Wir wollen uns nur einen Überblick verschaffen über die Vertragssituation. Ja, das haben sie natürlich, die Kritiker lügen gestraft, ja. Schöne Anekdote. Aber ein Punkt bleibt ein Punkt, ja, das ist halt viel. Das ist viel, wenn du das so durchhältst. Scouting abgeschlossen. Jetzt kommt Stuttgart. Die liegen uns ja vermeintlich. Achso, okay, Mannschaft. Lass mal ganz kurz reinschauen. Ändert. Was ändert denn alles nächstes Jahr? Es endet Pichler. Das wird heiß. Das wird teuer. Holpi beendet Karriere. Oh, der Schumacher. Mit 26. Guck mal bitte, hat er auch super Werte, oder? Also, wird doch immer besser. 26, eigentlich im besten Fußballeralter. Können wir doch einen ganz entspannten Vertrag geben, ja? Ist das jetzt sogar noch drin? Das sollen wir den als erstes mal gleich eintüten? Was habe ich denn übrig? 1 Million habe ich übrig. So, mit Berater. Pass auf, das wird ein bisschen teuer. 400.000 hat er jetzt verdient. Wir wollen Kevin Schumacher sehr gerne halten und würden gerne wissen. Sehr interessiert. Wir sind leicht interessiert, okay? Das ist doch absolut realistisch. So. Ja, perfekt. Besser geht's nicht. Wirklich. Zustimmen, Gespräch beenden, Vertrag anbieten. Ihr habt es gelesen, ja. Um die 500.000. Also nicht irgendwelche exorbitanten Vorstellungen. Ja, ich will jetzt hier 2 Millionen. Ja. Sondern, nee, es ist tatsächlich ganz tiefenentspannt. Das gefällt mir. Stammspieler, ist er Stammspieler? Nee, er ist Rotationsspieler. Wir müssen uns auf der Position verbessern, aber er gehört zur Planung dazu. Ich weiß, wahrscheinlich bin ich ja der Einzige, der ihn gut findet, aber ich finde das gut. Vertrag verhandeln, ganz tiefenentspannt. 400.000 hat er gekriegt vorher. 446 kriegt von mir volle 4 Jahre abgedrückt. Den müssen wir wahrscheinlich so mitnehmen. Ich gebe lieber ein bisschen mehr Gehalt. Den Lolli-Bonus. Beratergebühr, ja, da komme ich auch nicht drum herum. So, Auflaufprämie passt. Ausstiegsklausel, das geht raus und wird entfernt. Das wird frisch verhandelt dann, wenn es dann kommt. Überall nochmal ein Tausender drauf mit der Gießkanne. So, jetzt wird es heiß. Warum will er jetzt so viel? Auflaufprämie gehe ich mit. Ja, schön Gratin-Prämie, ja. Hat er nie gesagt. So, hier, das ist ein bisschen heiß. Komm, 500, da ist Schluss mit lustig. Was will er denn jetzt noch? Jährliche Gehaltssteigerung. Kriegst du 5, Schluss.
überall ein bisschen runter. Komm, das kostet uns auch nicht viel, ja. Das ist immer noch günstig. Für einen Bundesligaspieler, ja, reden wir hier. Durch. Okay. Sehr gut. Finde ich okay. Nehme ich mit. Dann bleiben nur noch zwei. Sehe ich das richtig? Genau. Da bleiben nur noch Pichler und Holpi. Holpi geht sowieso. Das heißt, nur noch der Pichler irgendwie unter Dach und Fach bekommen. Ach, und der will viel. Das weiß ich. Habe ich schon probiert zu verlängern. Der will viel. Der will ein paar Millionen. Um die zwei. Wollen wir kurz mal fragen? Berater über neuen Vertrag reden. Wir sind auch wieder leicht interessiert oder sind wir doch ein bisschen interessierter? Wir sind interessiert, interessiert. Siehst du, 1,14, das geht noch. Es geht, wenn man ehrlich ist, geht es wirklich. Ja. Also Bundesligaspieler, dann in dem Alter mit der Klasse und Qualität und ein paar Buden hat er ja auch schon gemacht, ja, dieses Jahr. Also bis 28, Ausstiegsklausel ein bisschen heiß für 7,75 Millionen. Wenn du schon 1 Million kostest, ja, dann sollte zumindest mal das reingeholt werden, was du an Gehaltsvorstellungen hattest, als Gehaltszahlungen hattest über den Vertragszeitraum. Und da knackst du es ja mit 4 Jahre fast. Ne? Also ja, wir sind ja schon in, ja, wir sind 24, 4. Genau, da kommt ja schon an die 4 ran, dann müsst ihr schon mindestens 10 Millionen. Gut. Zeit schinden. So, Gespräch beenden. Gut zu wissen. Okay, lass uns einfach mal schauen, wie wir das taktisch angehen. Ob wir das wollen? Können wir uns gerne mal austauschen, ob das eine Option ist. Steven wird nicht deutlich günstiger, der will nächstes Jahr einen haben. Da sieht es dann ähnlich aus. Problem ist, du musst langsam die Topspieler hier an das Gefüge ranbringen. Ja? Der Sanders ist das beste Beispiel. Ja? Der hat zwar Vertrag bis 27, aber du kannst ihn doch nicht bei 436.000 lassen über die nächsten 3 Jahre. Das ist ja unmöglich. Ja? Und ich würde fast sagen, es ist einer der ersten, der jetzt einen neuen Vertrag kriegen muss, den wir ihm entsprechend so, den wir so ausstaffieren, wie sie es gehört, als Kapitän. Das ist der Erste, der bei uns 1,2 Millionen verdient wahrscheinlich, ja. Und das ist aber auch richtig. Ja, in der Bundesliga. Mit der Qualität, mit den Einsatzzeiten, das nur dazu sagen. Jedem Spiel steht der in der Startelf, ist Kapitän, ist Führungsverantwortung. Gehen wir ganz kurz rein ins Mannschaftsgefüge, in die Hierarchie. Ist ja ganz oben angesiedelt mit Becker und mit Eras, ja. Becker zählt das Gleiche, der hat 570, also der gehört genauso dazu, ja. Der muss auch an die Millionen kratzen langsam. Vielleicht nicht ganz, würde fast sagen, weil wir alternativ die Sterne halt da hinten dran haben, tut mir hier auch eine 900, 850.000 nicht weh, aber das muss er auch langsam bekommen, ja. Also, darauf läuft es hinaus, das werden wir jetzt systematisch bis Weihnachten mal so, ich würde mal sagen, so ein paar Personalien werden wir ausstaffieren. Ich würde fast sagen, den Sander staffieren, weil der Rembeck hat ja schon einen Vertrag, ja, so ein Dokteurin. Wir sind jetzt ja nicht groß genötigt, aber der Sander braucht einen neuen. Der Becker braucht einen neuen. Der Eras müsste eigentlich gleich mitziehen, ja. Eras, Becker, Sander und ja, Pichler oder der Steven, ne? Also. Vier Verträge um die Millionen rum wird es auf jeden Fall geben müssen. Fast. Wir kommen fast nicht drum herum. Ja. Wie sieht es denn der Ifizic? Der ist jung, da geht's noch. Der hat noch ein bisschen Zeit. Der dauert auch nicht mehr lang. Komenda, wie sieht es da aus? Ähnlich dürftig. Ja. Also, wie gesagt, Wagbe, der muss auch mal bald irgendwann. Aber gut, lassen wir ihn wieder zurückkommen. Großes Fragezeichen, wie und wann er zurückkommt. Ob er da gleich wieder anknüpft, ja, ist ja immer schwierig auf den Außenbahnen. Gut, okay, ich denke, da seid ihr bei mir. Das können wir so angreifen mit Sander als erstes und den Rest schieben wir dann systematisch hinterher. Bis dann, vielleicht verkaufen wir noch den einen oder anderen, ja. Also gerade aus der zweiten Mannschaft wäre es halt sinnvoll, noch einen zu verkaufen für ein bisschen Geld. Und dann kriegt man dann auch ein bisschen Geld zusammen. Eigentlich müssten sie dann auch langsam mal die Finanzen hier aktualisieren, ja, mit dem Saisonergebnis, was wir bis jetzt schon eingefahren haben. Gut, ist noch nichts Amtliches, ja, wir sind jetzt auf Platz 7. Aber sollten wir irgendwann mal so richtungsweisend den Klassenerhalt schaffen, dann ist doch, ja, total tiefenentspannt. Ich habe die Auslosung gar nicht gesehen, habe ich wahrscheinlich wieder versäumt. Wir spielen gegen Hamburg. Perfekt für uns. Könnte noch eine Runde weitergehen. Schönes Nordderby. Alles klar, wir sehen uns. Ciao, ciao.